sind wir wieder. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Lakamoshi und schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Ein letzter Level, Rick Dangerous 2 steht noch an, dann ist der Walk of Shame endlich beendet in einen Walk of Fame. So der Plan, nach 30 Jahren das Spiel fertig zu spielen. Es geht los. Auf geht's. So, gucken wir mal, was uns heute hier... Ja, erwartet. Es erwartet uns der Tod durch ein Fass. Schön. Ganz toll. Ey, wieso kriege ich das nicht hin? Das kann doch nicht so schwer sein. So. Letzter Level. Ich bin echt aufgeregt, freue mich total. Also es ist, ich weiß, ich sage das jedes Mal, aber es ist so eine Befriedigung nach 30 Jahren, so gewisse Spiele fertig zu kriegen, nur aufgrund einer Speicherfunktion, die ich vorher halt einfach nicht fertig kriegen konnte. Ich weiß noch gar nicht, ob hier irgendwas vom Himmel fällt und wenn ja, was das ist. Bisschen leiser machen hier, so. Das ist die Frage, muss ich da drauf springen oder nicht, oder muss ich da zwischendrin durch? Ich muss drauf springen. Das wäre wohl die Antwort gewesen. Ah, man muss mitlaufen. Hätte ich mir echt denken können. Aber wie soll ich das mit dem Ducken gehen? Okay, auf ein neues. Mitlaufen. Und schnell runter. Sehr gut. Stelle ich mir natürlich die Frage, wie lustig. Und den Schleimi da oben muss ich wahrscheinlich sprengen und dann gleichzeitig wieder runterkommen. Das ist wieder Timing-Ding. Probieren wir lang. Okay, es hat gut funktioniert. Jetzt habe ich nicht geguckt, was da unten ist, ne, wenn man runterspringt. Bleibt der da unten? Der verschwindet sogar ganz. Und hier diesen blöden Roboter. Naja, jetzt wissen müssen. Hä? Da ist doch ein Pfeil. Jetzt der ganze Stress und ich kann hier nicht weitergehen, aber da sind drei grüne Pfeile. Wieso? Das hat auch nichts geändert. Wieso bin ich so ungeduldig? Mein Gehirn sagt, mach's nicht. Und meine Finger so, egal. Oh, das ist fies. Auf diesem Zeug ist man langsamer. Oh. Das war jetzt nicht so clever. Vor allen Dingen weiß ich nicht. Das ist jetzt wieder wie in dem Dschungellevel. Es gibt zwei Abzweigungen. Und welche ist die bessere und welche ist die richtigere? Ich gehe jetzt erstmal da oben rechts rein. Wahrscheinlich kann ich an dem gar nicht vorbei. Kann ich den erschießen? Wie soll ich denn über den drüber kommen? Probier oben lang zu gehen. Das ist auch eine knappe Nummer. Okay, das haben wir erledigt. Aber ich bräuchte Munition. Da unten sind Sprengköpfe.
Also hier teilt sich halt auch nochmal in zwei Bereiche auf, ne? Ist halt wirklich. Ach, Muni! Perfekt. Oh, das war so ein Langsamkeitsding. Das ist ja schon fies eigentlich. Jetzt muss ich das mit dem da unten timen, dass ich da. Frische Munition und gleich schön eingesetzt, um einen abzuknallen. Ich wusste es. Und ich denke noch, da kommt garantiert so ein blödes Fa. Also ich kann noch nicht mal normal hüpfen. Und ich weiß jetzt nicht so genau, wie ich. Okay, also wenn man einfach so hüpft, kommt man schneller voran. Ich scheiße jetzt auf die Granaten. Was ist das denn Lustiges da drüben? Wie geil ist das denn? Kann man zu dem hinklettern? Ich guck mal, was passiert, wenn ich da hingehe. Ich kenne das Level halt wirklich auch gar nicht, ne? Das ist wirklich cool. Ich versuche über den drüber zu springen. Ich will ein bisschen Muni sparen. Was passiert hier? Okay, den habe ich dann quasi befreit. Sah schon lustig aus. So. Da ist der nächste. Oh, hier hagelt's Punkte. Das ist natürlich scheiße. Da unten muss ich übers Fass drüber springen. Gut. Also übers Fass drüber springen. Und im Idealfall kommt dann das Ding da gefahren und holt mich da unten ab, weil das Fass wird garantiert auf mich loslaufen. Warum mache ich das? Das ist wieder so Gehirn und Finger. Verstehe ich nicht. Warum mache ich sowas? Was stimmt nicht mit mir? Kann ich nochmal drücken? Kommt es vielleicht wieder? Oh. Jetzt wäre die Frage, ob ich da drauf kann. Also ich würde jetzt mal behaupten, ich kann auf dieses Fass drauf. Oh ja. Gut zu wissen. Muni sparen. Hä? Boah, Timing. Das ist doch kacke. Ich möchte das alles nochmal machen. Okay, Timing, Timing, Timing. Gelernt. Zack. Kann ich hier drauf? Kann ich den wegsprengen? Muss ich ja. Ist mir jetzt aber gar nicht passt. Ich habe nur noch eine Sprengkapsel. So eine Mundverschwendung, ne? Oh, gut, es bringt mir nichts. Kommen wir über die nicht drüber. Fuck, das muss ich nochmal machen. Ja, wie soll ich das überleben? Geht eigentlich gar nicht. Aber ich mache das hier tatsächlich mit Schießen, weil ich denke, die Schussmunition kriegt man eher mal wieder wie die. Muss ich hier nur gucken. Ich kann ja nur über das Fass springen, wenn ich da auf der einen Seite bin. Ich muss quasi hinterm Fass herrennen. Gut, perfekt. Möp, möp, möp. Okay, ist schon ein bisschen was schneller. Das Joypad, das Joypad, das Joypad. Ah,
Warum erwischt das mich? Oh, das ist unmenschlich, wirklich. Musst du so schnell sein. Oh, yes. Und wehe, das Ding kommt jetzt da unten wieder und ich muss im Timing da runter. Ja. Gut, dass der nicht krabbelt noch irgendwo hin. Warte mal. Da geht's unten und da geht's oben weiter. Vermutlich würde man... Vielleicht kommt man hier sogar raus, wenn man den anderen Abzweig nimmt. Wir gehen erstmal links. Das da oben sieht so aus, da... Als wenn das so ist, dass man... dann da durchgehen kann und hier wieder rauskommt. Wahrscheinlich werden wir das nachher sehen, vermute ich mal. Gut, dann gehen wir wieder nach rechts. Hätte ich jetzt nicht mehr gebraucht. Springen und hab's. Ist echt so ein Timing. Ja. Ich weiß es doch. Warum mache ich's? Geh mal gleich hier nach rechts. Okay, cool bleiben. So denke ich auch, dass da keine Hand rauskommt. Ehrlich. Alles unkonzentriert. Das ist immer so. Aber ich kann doch auf die drauf. Also muss ich nur so im Zwischenraum hochspringen? Probieren. Timing-Ding. Aber egal, wir sind schon an so viel kniffligen Ecken vorbei und dieses gute Gefühl, wenn man es dann endlich erledigt hat, ist doch alles wert. Dieses Pad macht mich wahnsinnig. Dieses Pad macht mich wahnsinnig. Das war wieder dieses Pad. Zack. Dieses Pad, wieso hüpfst du? Wieso hüpfst du? Ich drücke nicht nach oben. Jetzt sollst du hüpfen. Jetzt sollst du hüpfen. Okay, nicht mehr aufregen. Zack. Und ich höre gerade auf den Lippen, das sieht aus, als würden hier Fässer rumrollen wollen. Und genau so kam's. Das ist dieser Moment, wenn man so gar nicht weiß, wie man die Ecke jetzt lösen soll, weil das Fass kommt von da. Das kann ich nicht überspringen, also ich müsste jetzt, glaube ich, hier hin. Ja, okay, jetzt weiß ich's. Die Frage ist, ob es jetzt da links reingeht oder nicht. Oh, cool, Bonus. Wie komme ich bis da hoch? Oh, das ist Musik in meinen Ohren. Bon, bon. Das hat gut getan. Und das für Dinge? Kommt da ein Fahrstuhl oder sowas? Muss ich an diesem Seil klettern? Ich hab's echt von der Grafik nicht erkannt. Ich hab's nicht erkannt, was es ist.
Also wenigstens ist es fair und der verschwindet dann immer wieder. Wir haben wieder unser Fliegeding. Boah, wie soll ich die alle mit Feingefühl so jetzt so durchzukommen? Ist immer noch nicht, was das für ein Ding hier ist eigentlich, ne? Oh. Erstmal kurz Pausen machen, erstmal durchschnaufen. Ich hoffe, es hatte wirklich nichts zu bedeuten, dass ich diese drei Dinger da nicht ausgelöst habe. Muss oben drüber fliegen, also zwischendrin. Okay, da kommt wieder was runtergerotzt. Flutschte jetzt und da bin ich leider wieder los. Da muss man also aufpassen. Timing, Timing, Timing. Ich laufe direkt unter das Teil. Das sind erstmal für mein Gehirn zu viele Bewegungen. Ja? Zu viele Sachen achten gleichzeitig. Das war jetzt auch wieder arschknapp. Der rotzt erstmal da raus. Und dann rotzt da hinten raus. Der rotzt nur zweimal. Das kann man sich eigentlich prima merken. Einmal hier gerotzt. Nein, ich wollte noch gar nicht hochhüpfen. Aber ich kann ja eh nicht da durch. Ah, hier ist wieder so ein Hüpfding. Also die Minen sind schon cool irgendwie. Schön schleimig. Sind wir auch wieder im Timing-Ding. Und hat er mehr Hebelweg, anstatt mit diesem Pad. Ne? Mit dem Pad hast du immer nur so die Gefahr, dass du auch mal so nach rechts oben drückst. Ich will eigentlich nur... Oh, ja, ja, ja. Aber mit Geduld und Spucke geht alles. Mit grüner Spucke in dem Fall. Ja, die Tage hatte ich mich auch total gefreut, hatte ich wieder drei neue Abonnenten und zack, wieder zwei weg. Habe ich mir nicht verstanden. Aber ich glaube, die gucken dann einfach nur und dann gehen die wieder. Einmal rotzen. Dreimal rotzen. Oh, nein, nein, nein. Hilf mir. Wieso? Einmal. Zweimal. Jetzt die Frage. Ich habe mich natürlich doof hingestellt. Oder auch nicht. Aber hier ist noch nichts von oben runtergefallen, außer dem Schleim aus diesen Dingern und ist noch kein Stachel irgendwo rausgekommen. Das sieht so arschknapp aus, ne? Unter normalen Umständen wäre das wahrscheinlich... Beides zusammen weggebamst. Irgendeins von den Fässern wird sich bewegen, da bin ich ziemlich sicher. Welches? Oh, doch nicht. Erste und dritte. Heißt, wenn man ganz vorsichtig hinläuft, geht das auch. Eins. Okay, und drei. Eins. Und drei.
verkackt. Diese dämlichen Fässer. Kommt jetzt irgendwas von oben oder aus dem Boden oder sonst wer, so ein Blablabla-Typ. Timing-Ding. Es ging jetzt problemloser, wie ich gedacht habe, als ich gedacht habe. Die Frage, kann ich hier drüber laufen? Nein, kann ich nicht. Kann ich drüber springen? Ja, kann ich. Diesen armen Rüttelmann da wieder zu holen. Wusste es. Will ich den erschießen oder wegsprengen? Dieser Sound erinnert mich an irgendein anderes Spiel. Ich glaube, den Sound gab es auch bei Ghostbusters mit irgendeinem Schleim. Glaube ich. Okay. Take me home. Die sehen ja cool aus. Wie so Gladiatoren oder so. Ich will den mit einer Dings erwischen, weil da hinten gibt es neue und dann kann ich wenigstens Moon sparen. Einmal. Warte auf mich. Nimm mich mit. Nimm mich bitte mit. Ja. Puh, okay. Kriegen wir alles hin. Das ist heftig. Könnte wieder schreiben, das hat man in der Viertelstunde durchgespielt. Ja, Superman vielleicht. Aber nicht, Hakamoshi Man. Ich kann da nicht rein. Nirgends. Halt. Irgendwie möchte ich da reinkommen. Ich komme hier nirgends. Warum sollte ich denn sonst hier... Das ist doch doof. Ich kann hier nirgends rein. Vielleicht dann von oben. Gucken wir mal. Wenn es um Millimeter geht, dann ist das schon nervig, wirklich. Also. Wieso spring ich denn da? Das war jetzt einfach volles Risiko ohne Timing. Ich bin so doof, ich muss das Ding mit hochschicken. Das war cool eigentlich. Die Idee ist cool. Das war jetzt wirklich geraten. Muss ich das wegsprengen?
hoffe, der fährt mich wieder hoch, weil hier... Zwei Wege. Ich glaube... Jetzt hätte ich es geahnt. Verschwindet. Ich vermute mal, dass ich hier zu diesen Männchen komme, ja. Der kommt hoffentlich wieder. Aber wenigstens haben wir die Männchen jetzt noch. Aber wieder zwei Wege. Wir gehen erstmal nach oben. Hier geht's nicht durch. Das heißt, hier gibt's offensichtlich mehr Wege, als ich dachte in diesem Spiel. Das ist krass. Und garantiert noch so ein Typ. Aber ich möchte gerne wissen, warum kann ich hier nicht durch? Kann ich hier vielleicht nur kriechend durch? Da öffnet sich nichts. Oder vielleicht oben drüber springend? Ah, dann gehen wir jetzt erstmal oben lang. Wird hier mal richtig schön gewämst. Da komme ich wahrscheinlich wieder in den alten Gang rein. Probieren. Wieder sehr verwinkelt. Sehr verschachtelt. Yeah. Verstanden. Jetzt habe ich keine Sprengkapseln mehr. Aber da drüben gibt es welche. Okay, ich habe es verstanden, wie es geht. Ich löse das aus. Scheiß Fass, das rollt garantiert. Dann muss ich den ganzen Kram wieder machen. Die Frage ist echt, in welche Richtung rollt das? Natürlich in meine. Hol ich mir nochmal neue Sprengdinger. Bin auch nicht doof. So, und jetzt ist die Bahn frei. Ich glaube, wir haben's. Fat Guys Headquarters. Irgendwas drücken?
Okay. Fast. Nein! Oh geil, oh guck mal, Champagner und Diamanten, wie geil ist das denn? Das sieht ja mal mega aus und es glitzert, es funkelt wieder. Quasi ein extra Level im Level. Die Frage ist jetzt nur. Wie kriege ich das da gelöst? Ich komme ja gar nicht da hoch. Hier ist ein Stein. Das ist mit so einer Sekundenverzögerung, aber... Headquarters, ne? Scheiße. Oh, guck mal, die Champagner. Ich nehme an, das soll Champagner sein, der da fließt. Sieht aus wie der Thron. Ich habe auf dich gewartet. Diese Millimeterpixel, ne? Muss ich erstmal auslösen. Ich hatte vergessen zu speichern. Kommst du wieder hoch? Also rechtsrum soll man, glaube ich, nicht. Das ist ein Timing-Ding. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, glaube ich. Die anderen werden auch schick. Ich muss da lang. Ist so hart, aber Gott sei Dank kriegt er neues Dynamit. Keiner schießt. Da oben sitzt er doch, oder nicht? Jetzt der coolste Level. Das probieren wir jetzt erstmal aus. Nee. Rechts, links, rechts, links. Ja, clever. Erst unten rum, Mitte, dann oben rum. Siehst du, wusste ich's doch.
Timing-Dinger. Ich kann einfach nur hoch und runter, weil... Genau. Warum mache ich es mir eigentlich immer so schwer? So, jetzt kommt hier wieder eine Explosions-Irgendwas, jede Wette. Oh, jetzt habe ich Glück gehabt, der kam nochmal so weit hier rüber. So, jetzt haben wir noch so einen Typen weggesprengt. Das ist so ein bisschen wie ein Endbosskampf. Schon ein bisschen. Haben sie cool gelöst, muss ich sagen. Wird gerade richtig pervers, ne? Meine Fresse, ey! Weg, 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 weg. Ach Gott. Noch einer runter. Halte fest, ich habe keine Munition mehr. So wollte ich das. Millisekunden und Pixel, ey. Warum geht's hier nicht hoch? Jetzt die Frage. Was passiert hier? Hoch geht's nur im linken. Alles klar. Langsam hätte ich nichts. Dagegen. Ich sehe keine Lösung. Ah, jetzt sehe ich die Lösung. Hier! Oh Gott. Manchmal kann es so einfach sein, wenn man es einfach mal sieht.
heftig, 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 heftig. Da ist er. Chefe! Chefe, Chefe, Endmods. Jetzt müssen wir nur noch gucken. Ich bin jetzt ungeduldig, weil ich das endlich... hinter mir haben will. Millimeter Pixelarbeit. Direkt an der Haarkante. So krass. Der haut einfach wieder ab. Endkampf. Schlimmste, was passieren konnte, ein Bosskampf in diesem Spiel. Und wer jetzt sagt, er hat das irgendwann mal ohne Cheats durchgespielt. Pet, dieses Pet, dieses Pet. Drecks-Steuerungsgerät, wirklich wahr. Endlich, mein Gott, Endbosskampf in diesem Spiel. Wehe, hier kommt jetzt noch irgendwas. Das war hart, aber geil, wenn man es geschafft hat. Wirklich geil. We did it! Und wieder den Hut. Tja, gute Frage. Schade, dass nicht weiterging. Aber das war cool. Wir haben Fat Guy besiegt. Jetzt gucken wir uns noch ganz schnell die anderen zwei Abzweige an, bevor es hier fertig ist. So, jetzt gehen wir hier rechts. Da sind wir eben noch nicht lang gegangen. Geht's gar nicht weiter. Puh, direkt hinterher. Irgendwas passiert mit diesem Fass, da wenn jetzt irgendwas passiert mit diesem Fass. Nice! Das rollt dann zurück, wenn... Boah, ey, das ist fies, weil du hier... Der bewegt sich Gott sei Dank nicht. Boah. Ja, genau. Das war der zweite Weg, wo wir gesagt haben, da kommen wir bestimmt raus. Okay, also hier kommen wir dann raus, dann haben wir das auch erledigt. Perfekt. So, dann kann ich jetzt endlich sagen, vielen lieben Dank fürs vielleicht Kommentieren, fürs Liken, fürs Weitersagen auf alle Fälle. Und fürs Abonnieren, falls da draußen Abo. Vielen, vielen lieben Dank nochmal an alle Abonnenten, die ich schon habe. Und dass ihr hier mit zugeschaut habt bei Rick Dangerous. Denn wir haben den Walk of Shame in einen Walk of Fame verwandelt. Nach 30 Jahren endlich geiles Gefühl. Vielen lieben Dank. Keep on gaming. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.